Ja, am Wiener Straflandesgericht findet heute ein Prozess wegen versuchten Mordes statt. Und der Angeklagte, das ist ein 41-jähriger Mann, ein geborener Tullner. Und dem wird vorgeworfen, dass er im Mai diesen Jahres in einer Wiener Lokalität im 5. Wiener Gemeindebezirk drei Gäste mit einem Messer attackiert haben soll. Laut Staatsanwaltschaft hat der Abend allerdings äußerst friedlich begonnen, denn Täter und Opfer waren miteinander befreundet und wollten dort eigentlich gemütlich etwas miteinander trinken. Doch im Laufe des Abends eskaliert die Situation völlig, als es zu einem Streit kommt. Und es geht darum, dass der Angeklagte dem späteren Opfer vorwirft, er habe ihm das Handy gestohlen. Der Angeklagte steht dann vom Tisch auf, geht zur Theke und greift sich ein 20 cm langes Küchenmesser und rammt es seinem Freund mehrfach in den Nackenbereich, der natürlich sofort total schwer verletzt wird. Nach einem kurzen Moment der Fassungslosigkeit springen dann zwei weitere Freunde vom Tisch auf und wollen dazwischen gehen. Und auch diese werden schwer verletzt vom Angeklagten. Der mutmaßliche Täter flieht dann vom Tatort und der Erstattackierte wäre auch beinahe gestorben, hätte nicht sofort ein Notarzt eingegriffen und ihn erst versorgt und ihm damit das Leben gerettet. Ja, und vor Gericht zeigt sich der Angeklagte reumütig, aber nicht geständig. Er sagt, er habe den versuchten Mord nicht begangen. Ja, er habe die Männer attackiert, aber er wollte niemanden töten. Er bekennt sich allerdings zu einem anderen Delikt, nämlich zur absichtlichen schweren Körperverletzung. Die Geschworenen müssen jetzt entscheiden, ob er schuldig ist oder nicht, und im Fall einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 20 Jahre Haft.